Servus Leute, zurück zu Let's Play Baldur's Gate 2. Wir befinden uns in der Kanalisation, tief in den inneren Tunneln oder tieferen Tunneln und haben den Kult der Augenlosen gefunden. Allerdings haben wir uns erstmal neutral gestellt und interessiert. Dementsprechend haben wir einen Auftrag bekommen, damit wir sozusagen mit unseren Augen irgendwas machen können. Also, dass wir nicht unsere Augen ausgerissen bekommen, um denen zu joinen sozusagen. So, hier haben wir schon mal eine Falle. Das ist doch schon mal was Gutes. Hier sieht es aus, als wäre hier etwas. Da ist etwas. Ich kümmere mich drum. Da ist jemand. Der wurde aber nicht getriggert. Schauen wir mal. Ah! Seid auf der Hut, meine Freunde! Jemand ist uns zuvorgekommen, ich kann es spüren. Regt euch nicht auf, ich bin hier, um dieses Zepter für euren Gott zu suchen. Nein, ihr dürft es nicht tun, ihr könnt das Zepter nicht den Betrachter geben. Mein Fürst, es ist ein Artefakt von ungeheurer Macht. Aber eure Augen sind weg, warum sagt ihr das, wenn ihr Diener des Kultes seid? Nein, werter Herr, das sind wir nicht. Oder vielleicht wäre es richtiger zu sagen, dass wir nicht länger Anhänger sind. Was führt euch an diesen Ort? Sagt mir erst, was ihr damit meint, ihr werdet keine Anhänger mehr. Mein Name ist Zaza. Ich war einst Hohepriester des einen Gottes. Als ich herausfand, wie abtrünnig tief seine Bosheit war, floh ich und tat mich mit anderen zusammen, die den Kult auch verlassen hatten. Wir versuchten, den Betrachter aufzuhalten, aber wir hatten die Sinne verloren, die er uns für den Verlust unserer Augen geschenkt hatte. Wir sind wirklich blind und stolpern nur vorwärts beim Versuch, das Böse zu beenden. Wie wollt ihr den Betrachter aufhalten? Als ich Hohepriester des blicklosen Auges war, entdeckte ich, dass der einzige Zweck, hierher zu kommen, darin lag, das mächtige Artefakt von unten zu erlangen. Dies ist ein Gegenstand von solch zerstörerischer Macht, dass die Götter selbst bestimmten. Er solle nie wieder angewendet werden. Er wurde in zwei Stücke geteilt und diese Hälfte wurde hier verborgen. Es ist gegen Störung von außen durch mächtige Magie und Bestien geschützt, die in den Höhlen leben. Viele Anhänger des Betrachters haben ihr Leben gelassen, beim Versuch, es wieder zu erlangen. Ich weiß, dass der Betrachter die andere Hälfte des Zepters besitzt. Wenn er auch diese Hälfte an sich bringt, wäre er fähig, furchtbare Zerstörung zu entfesseln. Okay, was habt ihr hier gemacht, wenn ihr den Betrachter nicht daran hindert, könnt nach dem Zepter? Okay. Wir haben versucht, uns die zweite Hälfte des Dimensionsreißers zu beschaffen, um mit seiner zerstörerischen Macht den Betrachter zu vernichten. Das ist die einzige Möglichkeit, diese Kreatur zu zerstören. Der Betrachter hat es nicht geschafft, sich das Zepters zu bemächtigen, weil die Götter den Gegenstand verflucht haben. Daran könnt ihr den wahren Wert des Artefakts ermessen. Oder die davon ausgehende Bedrohung. Werdet ihr bereit, nach unten zu gehen, um das Artefakt zu beschaffen, werter Herr? Kann die eine ohne die andere funktionieren? Nein, das geht nicht. Um die Macht nutzen zu können, muss die andere Hälfte vom Betrachter gestohlen werden. Ich weiß auch schon wie. Beschafft die erste Hälfte, dann werde ich euch davon erzählen. Ja, okay. Ich bin äußerst dankbar, werter Herr. Wir haben es versucht, doch unsere Blindheit schränkt uns ein. Diese Kammer, in der wir sind, ist sicher, solange der Sarkophag nicht geöffnet wird. Ich möchte euch bitten, ihn auf keinen Fall selbst zu öffnen. Ich spüre, wie das Böse davon ausgeht. Ich möchte, dass meine Brüder und ich hier in Sicherheit bleiben können. Oh, ich bete darum, dass mein Gott mir irgendwann meinen dummen Fehltritt vergibt und mir mein Augenlicht wiedergibt. Seid in den Tiefen vorsichtig und denkt daran, dass die Götter wahrscheinlich niemals erlauben, das Artefakt längere Zeit für sich zu behalten. Denkt daran, auf gutes Gelingen. Sarkophag. Oh, Sarkophage halten normalerweise sehr mächtige Wesen. Das muss man mal testen. Einen Sarkophag öffnen. Vertrauen ist etwas für Narren. Na, meinetwegen. Hallo. Ich fühle euch äußerst unwohl, als ihr euch dem Sarkophag nähert. Der Deckel wirkt sehr schwer, aber ihr könnt ihn wohl bewegen, wenn ihr es wirklich wünscht. Gut. Mühselig drückt ihr den Sarkophagdeckel zur Seite. Der Geruch des Todes. Ich werde eurer Stärke folgen. What would you have? Very well. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Steigt euch in die Nase. Im Sarg befindet sich zwei vollständig goldene Skelettarme und zwei goldene Skelettbeine.
Ein Gefühl des personifizierten Bösen geht von ihnen aus. Magische Energie umtanzt euch und dann taucht ein Wesen auf. Ist schon geschehen. Ihr hättet niemals hierher kommen sollen. Lange Zeit habe ich gewacht. Lange Zeit habe ich gelitten. Wer bist du, Menschling, dass du die sterbliche Hülle von Kangax aufsuchst? Als das Böse auseinandergerissen wurde, wurden drei Teile weggeschlossen. Ein Jahrtausend lang bewachte ich diese Teile und spendete jenen Tod, die der Dunkelheit folgten. Euch geht es nicht anders, Menschling. Euer Tod wurde beschlossen, als Kangax fiel. Ein... Ja? Leichnam. Oder? Schattenleichnam. Hört sich noch schlimmer an als ein Leichnam. Vielleicht... Das sind meistens ultrastarke Magier. Dementsprechend schauen wir einfach mal, was wir machen können. Death to all who stand against me! Der verdammte Bastard! Machen wir es kurz und schmerzhaft! Sag er hat mir, Abbild was zu tun. So, das Abbild ist weg. Ja? Schattenleichner, Magiebanner. Ich warte. Ist trotzdem nicht sichtbar. Yalkales? Ich hätte jetzt das gebaut. Ich sehe ihn nämlich nicht. Ah. Zeitstopp. Symbol der Betäubung. Schauen wir mal, was er für brutale Spells hat. Symbol der Furcht. Sterben bleibt euch nichts. So, jetzt ist er sichtbar. Death to all who stand against me. Schon wieder. More than a scratch to stop Dornhill. Der leidet ganz schön unter dem. Der ist. Ja, irgendwas. Wir wissen es nicht, was er ist. Alright. The hard way it is. Ah. Da wurde gerade jemand, da werden welche ins Gefängnis geschickt. Ja, wie ihr sehen könnt, Schattenleichnam ist eine Herausforderung. Eine sehr starke Herausforderung. Wir wissen, dass der hier kommt. Wir müssen uns vorbereiten, prinzipiell. Aber wir können ihn besiegen. Denke ich mal. Ah, die Insekten. Hätten die getriggert, das wäre gut gewesen. Vielleicht können wir mit einem Überraschungsschlag ihn vernichten. Ich glaube, ich lasse Korgan das öffnen, weil dann kann ich abhauen. Vorerst, weil ich... denke, anders wird das nicht. So, wir buffen. Wir buffen. Na, meinetwegen. So und so. Erstmal schön gebufft zusätzlich. Schutz vor Bösen vielleicht noch. Wahrer Blick. Schutz vor Bösen. Und noch Hast. So. Vertrauen ist etwas für Narren und Tote. Very well. Du kannst bleiben. Korgan kann bleiben. Ich kann bleiben. Sie kann eigentlich auch bleiben. Ich werde eurer Stärke folgen. So, Korgan. Macht's kurz. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Ja, ja. Ich habe ja schon begriffen. Das Schöne ist, theoretisch, der ist doch schon da, oder? Ist er schon da? Hm,
Ich hab schon wegen weniger getötet. Ihr hättet niemals hierher kommen sollen. Gut. Alle Angriff. Ja. Ein Schädel ist einfach schlecht. Wir haben ihn einfach eiskalt gekillt. Jeder hat einmal zugeschlagen, jeder hat getroffen durch die Buffs und bam, weg ist er. Okay. Ich kümmere mich drum. Das war gut. Goldener und Beinknochen. Okay. Die können wir noch gebrauchen. So. Ist schon geschehen. Das war gut. Das war super gut. Bevor er irgendeinen Zauber wirken konnte, war es gut. Wisst ihr, obwohl ihr ein Haufen Feiglinge, Tölpel und Trottel seid, ist diese Gruppe ein ganzes Stück besser als der letzte Haufen Erdwühler und Tunichtgute, mit dem ich unterwegs war. Was ist mit euren ehemaligen Gefährten passiert, Korgan? Wir waren ein stolzer Haufen. Wir blinzelten nie, wenn das Abenteuer rief. Unser Geldbeutel quollen über, unsere Bäuche waren voll, aber die Räder sind vom Wagen gehüpft und das Kartenhaus ist eingestürzt. Wir trieben uns in ein paar alten Dürger-Minenschächten im Süden rum, übel konstruiert, schlecht gewartet und handwerklich wirklich übel. Wenn ich das einzufügen darf, als wir auf einen Haufen Schlicke trafen, haben sie natürlich mit Leichtigkeit fertig gemacht, aber ein bisschen später fing sich Slitchs Rüstung an aufzulösen, rauchte wie ein Kamin und er schrie wie ein Schwein, wollte gar nicht damit aufhören. Und ich musste ihn daran hindern, um sich zu schlagen, während seine Rüstung so schmolz, also schlug ich ihn und tötete ihn dabei. War wirklich ein Unfall, hat mir aber ziemlich auf den Magen geschlagen. Und dann wurden Schweinebauch die Beine zerquetscht, als ein Hügelrieser auf ihn fiel, also musste er dran glauben. Und Schnitzer hat sich mit einer Seuche angesteckt, deswegen habe ich ihm das Genick gebrochen, um ihm die ganzen Schmerzen zu ersparen. Nun, die Seuche hat ihn ziemlich geschwächt. Er war es gar nicht mehr wert, dass man solch einen Aufstand veranstaltet. Sie haben es ja auch herausgefordert, Korgan. Es ist eine Erleichterung, wenn ein Mann der Tat so etwas bemerkt. Gefällt mir, dass ihr so denkt, ihr Sklaventreiber. Ich musste auch manchmal einschreiten, aus Notwendigkeit. Zum Beispiel, als wir auf diesen Stamm Riesen trafen. Die Hügel bei Saradush waren mit 20 von den Biestern infiziert. Ganze Familien von Riesen plünderten die Bauernhöfe ohne Unterlass. Wir hörten von einem Spitzohr im Mirwald davon. Der Ruf des Schicksals sozusagen. Es kam zu einem großen Gemetzel. Der alte Witwenmacher schickte 6 von ihnen zur Hölle. Und Schweinebauch gesegnet sei, seine deformierte Visage wurde von einem von den riesigen Kerlen unter sich begraben. Es klang fast so, wie wenn man Brennholz bricht. Und er jammerte die ganze Nacht rum wegen seinen Beinen. Meine Beine sind weg, ich habe meine wunderbaren Beine verloren. Ich nehme ihm 2 Holzbeine zu, aber er wollte sie einfach nicht haben. Bitte erzählt mal, das ist eine ziemlich interessante Geschichte. Ich hielt ihn also fest, während Witwenmacher ihn mit 2 Schlägen ins Reich der Träume schickte. Unser alter Trickster, Schraube locker, versiegelte die Wunden. Aber dann hörte er mit dem Gestöhn nicht mehr auf. Irgendwann war ich es leid und in dieser Nacht rammte ich ihm ein Messer in den Bauch. Danach hatte sich es ausgestöhnt, aber meine Arbeit war noch nicht beendet. Ich musste verhindern, dass der Verdacht auf mich fällt. Also es sollte so aussehen, als hätten ihn Trolle oder Gnolle hinterrücks erwischt. Das Seltsame war, ich könnte schwören, dass seine Augen mir folgten, obwohl er doch zu diesem Zeitpunkt schon längst tot war. Klingt so, als ob ihr alle eine Menge Spaß hattet. Natürlich kann es gut sein, dass ihr eines Tages ebenso behandelt werdet. Wenn ich nicht mehr fähig bin, etwas zu tun, verdiene ich alles, was mir zustößt. Wirklich, wenn ich nur noch ein jammerndes Wrack bin, ziehe ich es vor, wenn man mich von meinem Elend erlöst. Keine Sorge, würde jederzeit das gleich für euch tun. Ja, da bin ich ja glücklich und so. Ich bin dabei. Ja. Zerlas, Garuk. Namen. Ich bin Zerlas. Herzlichen Dank. Euch wachsen, okay. Wartet, ich muss doch aber eigentlich hier irgendwo weiter, oder? Lagerstätte des. Oh, da unten. Ich hätte gar nicht da. Okay. Egal. Wir haben es geschafft. Dieser Leichnam ist tot. Very good. Das Schöne ist, ich kenne noch weitere Leichname. Ist das ein Schatten? Ein Schattenscheusel, ach du Schande. Wenn es denn sein muss. Ach, gut nicht.
Get me to Dragomir's Nesbit. Oh. Da ist ja doch eine Falle. Hallo? If that is what you want. Schön, dass du die Falle entdecken konntest. Ja? Gute Idee, das mir zu übertragen. So, mein Freund, kommt her. Ah, ein Schädelschlag. Ultrinan! Yeah! Mach mal platt. Die Waffe nutzt nichts. Da konnten sie lähmen, glaube ich. Die Waffe nutzt nichts. Da ist eine geheime Tür. Certainly. Okay, ein Mechanismus. Kaum der Rede wert. Alles klar, den Mechanismus werden wir wahrscheinlich ein andermal kennenlernen müssen. Also gehen wir da runter. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. So, wo sind wir hier gelandet? Ich befürchte, hier könnte man durchaus... Wie sieht es eigentlich mit deinem Level aus? Oh, nicht mehr viel, nicht mehr viel. Aber wir könnten hier durchaus ein bisschen Unterstützung gebrauchen, kann ich mir vorstellen. Kanonenfutter ist nie verkehrt. Sagt mir, was zu tun ist. So. Schön, wir sind bereit. Ich hoffe, das bringt was. Die Armee ist ready. Oh, Spinnen, schön. Die quickly, fool. Easy prey. Okay, hier haben wir etwas. Ein Mund dieser... Oh, noch mehr. Oh, und ein... I hunger. Feed me. Halt, die sind stärker. Oh. Ja, das klingt okay. Mist. Furcht. Du wurdest ja, Bill? Furcht ergriffen. I will enjoy this. So. Hallo? Hey. Okay. Ich hab 5000 Erfahrungspunkte gerade bekommen. Für was ich kümmere auch immer. Mich drum. Ach nee, okay. War das eine Falle oder was hätten hat die... Hätten wir nicht irgendwelche armen Idioten anheuern können, die die Drecksarbeit für uns erledigen? I can do that. Das hier ist wirklich kein Platz für einen Mann meiner Bedeutung. Falle. Schön, schön. Was soll ich tun? Oh, Moment. Bettet nur um euer Leben. Es ist aus mit euch. Alright. Ein Schädelspalter. Ich werde Spinne mal kaputt machen. Das wurde aber auch Zeit mit dir. Kam der Gegner jetzt einfach so immer wieder? Das muss ich mal testen. Tatsächlich. Oh, das ist ein schöner Ort zum Trainieren. Die Gegner sind jetzt nicht die stärksten, geben aber brauchbare Erfahrungspunkte. Gleich weiter. Außer Sterben. Die Waffe nutzt nichts. Dann eben beim nächsten Schlag. So können wir das Level erzwingen. You were lucky then, but luck runs out. Außer Sterben bleibt euch nichts. Schwertspinnen. Schwertspinnen sind so starke Kämpfer, aber keine... Schauen wir mal. Tatsächlich, so klappt das mit dem Level ziemlich schnell. Ja, ich folge euren Befehlen. Im Moment. Hold still, curse you. Alright, the hard way it is. Furcht, irgendwas bewirkt Furcht, das ist lästig. Das wurde aber auch Zeit. Jawohl. Was wollt ihr, Oberwäldler? So ist es gewünscht. Ich hoffe, das bringt was. So, jetzt können wir mal den kleinen cheesigen Trick testen. Erstmal Stufe erhöhen. So, Stufe des siebten Zauber des siebten Grades. Sehr nice. Oh, ja, Baby.
4 auch. Ja, 4 ist auch gut. Mantel der Furcht hauen wir noch mit rein. Hier haben wir Tote erwecken, wahrer Blick ist ziemlich gut. Massenheilung. Auch nicht schlecht. Es gibt hier einige nicht schlechte Sachen. Meisterstärke. Okay. Schneller Tod macht Schaden, glaube ich. Stirbt augenblicklich. Untote abwehren ist nicht schlecht. Ah, der Flammenschlag. Der gefällt mir. Die Stufe des Anwenders. 14 Achterwürfel werden geworfen und der Schaden wird gemacht. Oder zumindest der halbe Schaden. So, wo ist es? Symbol des Todes. Oh, warum ist das hier ein oranges Symbol? Mitte kann der Anwender ein Symbol auf den Erdboden. Tor, das ist es. Der Anwender ruft ein mächtiges Wesen von einer anderen Ebene herbei an, das alle Feinde angreift. Und wenn der Anwender freut sich auch ihn und seine Freunde. Bei dem gesprochenen Wesen handelt es sich um einen Höllenschlundscheuser, einen der mächtigsten Teufel. Das Höllenschlundscheuser greift jedes Wesen an, das nicht durch Schutz vor Bösem geschützt ist. Wenn der Anwender es versäumt, sich auf diese Weise zu schützen, wird das Höllenschlundscheuser ihn und seine Gefährten Stück für Stück auseinanderreißen und sich an den Überrest der Götzen. Was haben wir sonst noch? Verwirrung auf der höchsten Stufe. Unheiliges Wort. Ja, wäre ich ein guter Priester, dann hätte ich heiliges Wort. Ja, Stufe, Tod, Taubheit und so weiter und so fort. Symbol der Furcht, das sind so Fallen eher. Sonnenstrahl auch sehr mächtig. Ja, Wirkungsbereich, geblendet, Schild der Archonen, Regeneration, Genesung, Finger des Todes ist nicht schlecht, Feuersturm, Erdbeben, Auferstehung. Aber Tor ist das, was wir testen wollen. Wenn es immer noch so funktioniert wie früher, dann spielen wir jetzt Schutz. Das Schicksal wartet. Moment, auf alle Schutz vor Bösem. So, wir sind geschützt vor Bösen und dann spielen wir ein Tor. Und dann müsste ein riesiges Höllenschlundscheusal kommen. Und es ist böse und wir greifen es an. Euch nichts. Keine Auswirkung. Oh, kann keine plus 2 Waffen können wir da nicht nutzen. Nein, ich kann nicht mehr schießen. Ich kann mich nicht mehr hochtrainieren. Wobei, ich kann mich hier hochtrainieren. Weil, ja, prinzipiell geht es immer noch. Nein, es geht nicht mehr, nachdem ich das genommen habe. Ich kümmere mich drum. Oder nein, es geht überhaupt nicht mehr. Warum geht es nicht mehr? Nein, ach egal. Wir haben unser Ziel erreicht. Mehr oder weniger. Wir haben interessante Sachen. Schade. Okay, mit Hilfe von Tor kann man nicht mehr wie früher Erfahrungspunkte farmen, weil das Monster, das Schattenscheuser, hat Erfahrungspunkte früher gegeben. Vampirgriff, was ist das so? Verzauberte Waffe, so, Stufe 4 Punkt. Stufe Untote festhalten, Zensors umwandeln. Ah ja, nehmen wir mal Stufe 4, Stufe 3, Stufe 6. Wir könnten mal langsam dann auch das befüllen. Also dann nehmen wir die als nächstes und wenn uns die Kugeln irgendwann ausgehen, dann gehen wir komplett auf eine andere Waffe. Genauso bei den Pfeilen ist derselbe Plan. Wenn uns irgendwann die Pfeile ausgehen, dann haben wir halt eine andere Waffe am Ende. Bis dahin. Ist schon geschehen. So, da dieser Spruch Tor jetzt nicht mehr so spektakulär ist. Aber wir haben noch nicht gegen ihn gekämpft, oder? Was nehme ich denn stattdessen? Feines. Finger des Todes ist ganz nett.
Entweder Rettungswurf gelingt oder es stirbt sofort. Andernfalls erleidet es 2 bis 16 plus 14. Das ist jetzt nicht so der Hammer. Feuersturm. Gegen den Zauber ist kein Rettungswurf. Stufe 7. Ja, ist jetzt auch nicht so. Er hat das Feinde, sollte man ziemlich vorsichtig wählen. Nach dem Zauber ein Erdelementar auftaucht. Okay, okay, cool. Nur auf Wesen mit guter Gesinnung. Okay. Kein Rettungswurf möglich. Nett. Das ist mächtig, keinen Rettungswurf zu haben. Also es ist ein AOE um den Anwender herum. Alle Wesen. Auch wir. Das müsste ich mal testen. Weil ansonsten könnte es ein brauchbares Spell sein. Ah, das ist das Problem. Die höherstufigen. Kreislinge? Fürchte mich! Ach du Schande. Deine Zeit ist das ist ja putzig. Beim nächsten Schlag! Man merkt an den Erfahrungspunkten, das sind eigentlich keine Gegner, die man jetzt hier erwartet in diesem Spiel. Gut, ich möchte schnell mal testen. Kriegen alle Schaden, also auch meine? Das wäre blöd. Nein. Okay, dann können wir den Sonnenstrahl nutzen. Ich glaube, Sonnenstrahl ist dann ganz brauchbar. Schade, dass es nicht mehr hier funktioniert. Hätte ich eher nutzen sollen. Gut, wir haben viel Zeit hier verschwendet verbracht. 150.000 meine ich. Ja, dann kann ich Stufe 7 Spells, was ziemlich mächtig wird. Wann ist Edwin eine neue Stufe höher? Da könnte dann. Okay, das dauert auch noch. Schade, Schokolade. Vielleicht gibt es einen Zauber von der Magierschule, der noch diese Fähigkeit hat. Ich warte. Du wartest? Ich auch. Wir warten gemeinsam. Wir warten darauf, dass sie fallen sucht. As you wish. Weil das sieht hier so tricky aus. Schritt für Schritt. Schritt. Gegner, Schritt für Schritt. Das sind einige Gegner, aber das sind Untote. Das ist easy. Warte mal, war eine Sonnenstrahl sogar stark gegen Untote? Flammenschlag war auch stark gegen diese Art von Untoten zumindest. Aber ich glaube, gegen diese Art von Gegnern schwer. Ich stehe euch zu Diensten. Elementar. Ja, Mumien und so, das sollte kein Problem darstellen. Feuerelementare gegen alte Klopapierrollen, das ist immer gut. Luftelementare taugen auch was. Kümmert euch darum. Easy Prey. Wenn es denn sein muss. Düster Schreck. Können nicht mal was gegen meine Einheiten machen. Das war ein Luftdiener. Ja, dann haut ruhig mit drauf. Die Waffe nutzt nichts. Keine ein Gnade denen, weiter. Die gegen uns sind. Yeah! Gute Idee, das mir zu übertragen. Eine große Erdspalte hat das Bauwerk vor euch entzweigerissen. Sein Dach ist mit winzigen, aber aufwendig gestalteten Verzierungen überzogen. Es
wäre sicher interessiert, sie zu untersuchen. Oder eine Falle. Oh, das war ein starker Zauber. I am ready. Impressive. Das war hier Regenbogenstrahl oder wie es hieß. Der kann unterschiedlichste Effekte birgen. Und da kann auch was Brutales dabei sein. Zum Beispiel direkte Versteinerung oder so. Kaum der Rede wert. So, dann schauen wir uns doch mal die Dachverzierung an. Die Brücke ist gefallen und endet im Tod. Nennt den Namen, damit der Weg gerufen wird. Was ist die Brücke? Die Brücke ist gefallen und endet im Tod. Das Leben endet im Tod. Existenz endet im Tod. Gnade, Alter endet im Tod. Leben? Leben ist die Brücke, die im Tod enden muss. Doch die Pflicht mag ihn auf Abstand halten. Ihr spracht von der Brücke, aber das allein reicht nicht. Ihr seid nicht allein auf der Brücke. Nennt den Namen, um den Weg zu rufen. Er läuft mit euch. Durch ihn lauft ihr und doch lässt er euch hinter sich. Die Zeit. Die Zeit läuft mit mir. Durch die Zeit laufe ich. Doch die Vergangenheit lasse ich hinter mir. Zeit ist bei euch und ihr bewegt euch durch sie. Und immer bewegt sie sich vorwärts. Zeit verstreicht mit und ohne euch. Doch die Pflicht lässt sie manchmal warten. Die Brücke ist nicht beständig und das Ende verändert den Ort. Nennt den Namen, damit der Weg gerufen wird. Sagt mir den schwersten Schritt auf der Brücke. Der schwerste Schritt auf der Brücke. Die Brücke war jetzt Leben? Der, den man gerade tut, denn der allein ist meine Wahl. Der jetzige Schritt kann euer erster und auch euer letzter sein. Die beiden anderen sind abstrakt. Diesen einen aber könnt ihr wählen und gestalten, auch wenn die Wahl vom Schicksal zwingend vorgegeben sein kann. Ihr habt den Weg gerufen und dürft euch der Bewachung anschließen. Die Pflicht erwartet euch. Oh, das kommt gut auf. Mit dem Kreischen von einer Bewachung anschließen. Okay, wem anschließen? Was ist das? Gaut. Was ist denn ein Gaut? Ich kann es nicht erkennen. Aua. Etwas, was sehr schnell Schaden macht. Ich hoffe, das bringt was. Schick mir doch mal unsere Armee vor. Unsere Betrachter. Ach du Schande. Ein Betrachter. Bleib doch mal stehen. Oh. Meine Axt. Und später schlitze ich euch den Bauch auf. Ja? Okay. Rückzug. Die sind saustark. If you know what you're doing. Ich kümmere mich. Moment. Sind wir dabei? Ja. Oh, schaut euch an, wie weit die schießen. Wenn mich nicht rasch jemand heilt, wird das ein verdammt kurzes Abenteuer. Ich bin bereit. Schattenscheuse als Schatten. Was ist denn da auf der anderen... Wo kommt denn da auf einmal Kreischling? Keine Gnade denen, die gegen uns sind. Nun stirbt! Keine Gnade denen, die gegen uns sind. Gut, Schattenscheusal, Waffe unwirksam, sowas lese ich gern. Luftdiener allein. Was? Von Schatten? Luftdiener stirbt. Nicht gut. Noch ein Luftdiener. Gaut und. Ach du Schande. Kann ich hier schlafen? Nein, es ist gerade Kampf. Die wurden wahrscheinlich gelähmt und so. Ach du Schande. Ich dachte, ich kann da einfach reinrennen. Aber Betrachter ist eine Eye of the Beholder. Beholder, da kommt es her. Und anscheinend ein sehr mächtiges Wesen. Und dieser eine Gott ist ja auch ein Betrachter. Dieses. Halt, Kreischlinge. Kein Thema.
fall and stay fallen. Ultrinan! Machen wir's kurz und schmerzhaft. Yeah! Oh, I am good. Ich hoffe, das bringt was. Alles andere ist unwichtig. Puh, okay. Wir haben Betrachter als Gegner. Das wird ein interessanter Kampf. Wir werden uns wieder voll buffen müssen. Gibt auf jeden Fall Erfahrung. Das gibt hier alles gute Erfahrung. Also hier Stufe 14 für meinen Druiden sollte bald drin sein. Schar führt meine Hand. Ich warte. So, das sind die Beschworenen. Ja. Dann machen wir Gesang und Segen, um uns zu buffen. Gut. Naunata. Naunata, wir stellen uns ein bisschen zusammen. Eines Tages. Fleißige Handarbeit. Fleißig gewartet. Aber immerhin ein guter Ort, um ein paar Knochen zu zerbrechen. Ich kümmere mich drum. Koordinierte Verteidigung. Sagt mir, was ist schon geschehen? Vorspeichern. Wenn wir uns hier mit denen wieder einlassen, dann... Aber ich richtig. Ich bin dabei. So, dann noch Hast auf alle. Ja. Wie ist es? Hast eigentlich negativ? Ah ja, ein was könnte... Oh, das ist what would you have me do? Was so kurz anhält. Bloß. I will take care Gesang? Of this. Nee, was ist das? Ja, da muss ich mal beobachten. Und sie Furcht noch nehmen. Ich warte. Falls sie irgendwie furchtsame Zauber haben. Ansonsten... ja. Hast und Gutes. Andere. Wenn es denn sein muss. Die Waffe nutzt nichts. Okay. I'll rip you apart, you wayfaced schlecht. Ja, doch. Wir schletzeln uns durch, so gebufft wie wir sind. Das wurde aber auch Zeit. Der Betrachter jetzt noch. Yes. 14.000. Ja, ja. Der blöde Zwerg macht das schon. Wo ist Dawn? Na, da unten steht er. Dawn können wir ein bisschen heilen. Theoretisch müssen wir nämlich nichts sonst machen. Was habe ich für einen Debuff? Was ist das? Achso, den habe ich schon wieder verloren. Gut. Ja. So, Hundi, geh mal vor und schau, ob da was ist. Gute Idee, das mir zu übertragen. Ohne Dorn weiter. Ich würde eigentlich schon gerne scouten. If that is what you want. Okay, das sieht gefährlich aus, was wir vor uns haben. Kaum der Rede wert. Nee, doch, das ist schon der Rede wert. Sieht gefährlich aus. Vor allem Betrachter und sowas. Ist der eine Gott nicht ein Betrachter? Sowas in der Art? Arbeiten die wohl nicht zusammen? I will listen. It will be done. Okay. Ich hoffe, das bringt was. Okay. Fallen. Ha! That's how it's done. Alle Richtungen mal Fleisch scouten. Wenn da ein Gegner irgendwo rumsteht, dann wird er getriggert dadurch. What would very good? Was ist das für ein Ort?
Fallen. Wer ist das? Verseuchte. Okay. Wo sind wir hier? Leute verseucht, das sind aber normale Leute. Sag mir, was zu tun ist. Ich kümmere mich drum. Keine Gegner, wie es scheint. Na gut, vielleicht kann man mit denen reden. Verseuchte. Ach, das ist ein Verseuchter. Was haben die zu erzählen? Haben die was zu erzählen? Ball zum Schlafe und zum Wachen, nicht eher tot als geboren. Bleibt zu lange hier und ihr werdet euch selbst auf der Seite schieben. Na gut. Das ist scheinbar eine Warnung. Verseucht? Was verseucht? Oh, hier ist ein Tempel, oder was ist das? Uralter Tempel. Ach du heilige Makaroni. Ein uralter Tempel? Ja? Hallo. Das war's? Und was? Das mehr sagt ihr nicht? Was soll ich denn groß sagen? Soll ich das Wunder eurer Ankunft preisen? Soll ich die schier endlose Zeitspanne der Zeitalter beklagen? Sollen mir die Knie zittern, nur weil ich euer Antlitz schauen darf? Ich bin sicher, ihr würdet euch gleich viel bedeutender fühlen, aber ich bin einfach nicht an euch interessiert. Ich denke, ihr werdet noch feststellen, dass unser Interesse nur sehr wenigen Dingen gilt. Was ist das für ein Ort? Ah, ihr wünscht also eine ausführliche Erläuterung. Das ist wieder typisch. Ich sollte das wirklich einmal aufschreiben, damit ich es nicht wieder und wieder wiederholen muss. Naja, wir erhalten ohnehin nicht gerade häufig Besuch. Wir sind die Wächter. Wir hüten den Tempel. Das ist sehr wichtig, denn alle paar hundert Jahre kommt jemand dahergelaufen, der ohne uns einfach hineinstolpern würde. Wir haben vergessen, was wir bewachen. Wir haben vergessen, seit wie vielen Generationen wir hier sind. Und wir haben vergessen, wie es ist, ein Ziel zu haben. Wem ist der Tempel geweiht? Der Tempel? Es ist schon so lange her, dass wir den Namen des Gottes ausgesprochen haben, dass sein Name von allen vergessen wurde. Was für eine Loyalität sind wir schon einem Wesen geschuldet, das uns zu solchem Schicksal verdammt hat. Warum bleibt ihr dann hier? Wir können nicht weg von hier. Wir können nicht einmal sterben. Wir werden wiedergeboren. Unsere Seelen sind in einem endlosen Kreislauf gefangen. Wir müssen wieder und wieder erfahren, dass wir zu einem Schicksal verdammt sind, das nicht mehr von uns gewollt wird. Okay. Wenn ihr zu schwach seid, euch selbst zu befreien, sollte ich wohl versuchen, euch zu behelfen. Tut doch, was ihr wollt. Für uns gibt es ohnehin kein Entkommen. Wir haben unser Schicksal akzeptiert. Wir lehren dies den reinkarnierten Jungen, die es dann den Alten lehren, bevor diese sterben und wiedergeboren werden. Die Abmachung, die uns in diese Position gebracht hat, wurde buchstabengetreu eingehalten und da ist es völlig unmöglich, dass wir den Fängen dieser Abmachung entkommen. Unabhängig davon, wie sinnlos sie inzwischen geworden ist. Ihr werdet scheitern. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir akzeptieren das. Wir erwarten auch nichts anderes. Ihr verehrt das Leid wie ein Martes. Allerdings fehlt euch der Stolz und der Zweck hinter eurem Leiden. Dann werde ich einfach das holen, was ihr sucht, und dann gehen. Gibt es nichts, was man tun kann? Wir können niemanden anflehen, den wir nicht kennen. Wir haben seit mehrere Zeitalter kein Zeichen mehr gesehen. Okay, nehmt was ihr wollt. Wir sind nicht nur hilflose Skelette werden. Okay. Kann ich euch dann einfach abschlachten? Dann kommt ihr wieder und gebt mir Erfahrungspunkte und so ein Zeug. Dort oben ist eine Behausung. Nein, mit dem stellt ihr fest, dass wir noch baufällig ist, gefährlich zu betreten. Gut, dann gibt es hier nur noch den Tempel. Nur der Tempel hier drin ist von Relevanz. Kreischlinge, ernsthaft? Oh, deine Zeit ist abgelaufen, Freundchen. Ha, ein Schädelspalter. Gut. Geht doch. So, dann werden wir beim nächsten Mal uns diesen Tempel genauer anschauen. Eventuell finden wir da das, was wir hier suchen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.